Willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir sind immer noch irgendwo auf dem Weg, irgendwie zurück zu den Typen und der Tusse. Ja, die Tusse hat sich ja verletzt und wir müssen immer noch das Zeug zurückbringen. Dazu müssen wir jetzt immer noch irgendwie und irgendwo ein Teil finden, mit dem wir den Aufzug reparieren können. Ups, haben wir da? Rauchgranate, okay. Nehmen wir mal mit. Na, mal gucken, wie wir das jetzt hier lösen. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Aha. Vielleicht kann ich hier Krach machen und die hören mich. Und vielleicht kann ich dann, wir werden bald schlafen müssen, wenn ich Krach gemacht habe, das Alien hier anlocken oder so. Ich weiß ja nicht. Ne, weil dann kann das Alien hier nämlich die Drecksarbeit machen. Ich kann dann weiter zusehen, wie ich hier irgendwie irgendwas mache. Können auch mal hier lang. Ich weiß nicht, waren wir hier schon? Component Storage, das klingt doch an sich nicht so verkehrt. Das sieht ja eigentlich sogar sehr gut aus hier. Hier waren wir noch gar nicht. Was haben wir denn hier? Einmal Schrott. Ein Sensor. Und eine Tastatur. Haben wir hier irgendwie was wirklich interessant ist? Privat. Gedöns. Warte. Freigeben. Aha. Warte, ist da ein Code von irgendwas irgendwo? Nö. Ne, nur eine Jahreszahl. Eine Audio. Zweif, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Heavies sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sixen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen sie das nicht. Spedding Ende. Na dann. Wir können auf jeden Fall speichern, das ist grundsätzlich nicht so verkehrt. Speicherdaten überschreiben, ja bitte. So. Was ist denn das hier? Das ist so eine Karte dieser ganzen Punkte, die man mit der Tram da anfahren kann. Gerät unzureichend. Das ist aber bedauerlich. Wir gehen mal hier hinten hin. Was? Da ist Giftgas drin, okay. Das ist ja weniger gut. Gut, dann gehen wir nochmal runter. Schau mal, wo es hier hinten denn noch lang geht. Hier kommen wir nicht rein, ne? Nee. Verschaffen Sie Zugang zum Warenlager. Oh nein. Nutzen wir Androiden als Zugang zum Komponentenlager. Und ich dachte, er hier wird gleich erwachen und uns voll nerven. Ne? Finden Sie einen Weg, den Bedarfsdroiden, Androiden einzuschalten. Okay. Da muss ich wahrscheinlich halt erstmal irgendwie den Strom anschalten oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder mit... Ich weiß nicht, was bei Füttern. Ich habe keine Ahnung. Hier die Dinge kann ich auch nicht benutzen, ne. Aber gut, dass hier die Androiden schon rausgucken. Das ist irgendwie schon so ein bisschen creepy. Und nur so ein bisschen. Na gut. Hier gibt es nochmal was zum Speichern. Was haben wir hier? Sicherheitszugangsgenerator Level 2. Ah, okay. Dann kann ich jetzt vielleicht das Dingens da benutzen. Da ist noch eine Ausweiskarte. Hat er noch was dabei hier? Ja, so ein bisschen was. Okay. Dann speichere ich doch hier nochmal. Dann gucken wir mal, ob wir oben da an dem Gerät jetzt uns irgendwie durchhacken können oder vielleicht auch die Tür benutzen können. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, ich habe bisher immer so ein bisschen übervorsichtig gespielt teilweise. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. So, könnte ich dann jetzt theoretisch hier rein? Nein, da brauche ich immer noch eine Schlüsselkarte.
Gut, kann ich das Ding jetzt benutzen? Ja. Okay. Haben wir das hier. Einmal, wie ist es denn das? Das ist es. Das. Und das hier. Geht doch. Okay, das klingt gut. Oder auch nicht so, das Dröhnen ist so ein bisschen zu viel des Guten. Ich speichere mal. Wir haben hier wirklich an jeder Ecke hier irgendwie eine Speicherstation. Was ich eigentlich ganz gut finde. Na, kann man mal machen. Dahin kann ich immer noch nicht langweilen wegen, ne? Giftgas. Kann ich hier rein? Man muss ja mal gucken. Zack. Zack. So. Okay. Schrott. Geil. Geiler Schrott. Kaufen Sie jetzt auch Schrott. Okay. Bedarfsandroid Gedönsdingens. Freigeben außer Betrieb. Auch nicht irgendwie was mega Wichtiges. Letzte potenzielle Käufer. Aha. Und fehlerhafter Zubehörgedöns. Okay, Schrott. Vielleicht sollte ich mal so langsam mal wieder was herstellen oder so, hm? Erstmal gehen wir runter. Gucken wir mal, ob wir den Bedarfsandroiden da jetzt mal langsam einschalten dürfen. Wäre an sich ganz schön. Ist doch so ruhig, ne? Damit das hier kein, Alien irgendwie guten Tag sagt. Wir können ja mal hier reingucken. Guck mal, da haben wir schon mal ein Bindemittel. Vielleicht mache ich mal tatsächlich hier. Das kann ich nicht herstellen, das kann ich nicht herstellen. Was kann ich eigentlich? Rauchgranate. Ja, komm, ist besser als nichts. Heute wieder Platz für irgendwas. Unter anderem auch das Bindemittel. Kann man ja mal machen. Okay. Wo komme ich denn hier raus? Aha. Ich habe keine Ahnung. So. Dann gucken wir mal, ob wir das jetzt benutzen können. Okay, benimm dich. Wehe, du benimmst dich nicht. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponentenlagerreihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber mach nicht so einen Krach, ja? Okay. Ach, jetzt gehen wir dann in die Tür rein, die dann vorher nicht aufging, ja? Tatsächlich. Dachte, wir brauchen eine Schlüsselkarte. Der hat einfach einen Code. Schweinerei. So, wo war das jetzt genau? Wir sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Das ist aber alles unter Strom, ne? Na, klasse. Moment, mach nach unten. Finde ich ja gut, dass man hier beide Richtungen drücken kann. Wir wollen natürlich nicht über den Strom da irgendwie rüberlaufen. Was war das? Regal 1, ne? Und der sagt ja auch hier am Ende des Ganges. Ach, da, wo es schon so einladend beschädigt aussieht.
habe da ein ganz mieses Gefühl. Was ist denn das? Kompressionszylinder, hey! Wir haben, was wir wollen. Dann lass uns hier raus. Lass uns doch einfach gehen. Muss doch gar nicht hier sein. Wo ist Android? Das gefällt mir gar nicht. Ich werde mal vorsichtshalber oben speichern. Weil ich jetzt froh bin, dass ich überhaupt irgendwie mal irgendwas habe hier. So, speichern. Und überschreiben. Ja, bitte. So. Wir wollen nur noch zusehen, wie wir jetzt wieder hier wegkommen. Ne, immer müssen wir an den ganzen Menschen vorbei und alles. Okay, Menschen sind noch da. Hat das Alien noch nicht verzehrt, obwohl die so laut sich unterhalten. Ich speichere hier auch nochmal. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. In dem Spiel bin ich wirklich so langsam für jeden Speicherpunkt, den ich nutzen darf, sehr, sehr froh. Ich weiß, das klingt komisch und auch unerwartet, aber es ist wirklich so. So, wie ist denn das, wenn ich jetzt hier runtergehe? Ich hoffe, da sieht mich dann keiner. Hat das noch jemand gehört? Nein. Gehen einfach in den Schacht hier rein. Ich bin gar nicht da. Ja, hast du. Jede Menge sogar. Wir versuchen hier einfach wieder unterirdisch irgendwie irgendwo hinzugelangen. Wo auch immer ich herkomme. Aber wir sind ja immerhin auch hier hingekommen. Dann können wir bestimmt auch von hier weg. Hoffe ich, wenn ich jetzt wüsste, wo es lang geht. Wenn ich jetzt wüsste, wo das damals war. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Wo war das? Wo kam ich her? Hier haben wir so einen Ausstiegsluke, aber das ist bestimmt hier, wo ich gerade herkam. Ja. Okay, also es gibt irgendwo noch eine andere, das weiß ich. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß nur nicht, wo. Schau mich nicht so an. Das hat der Typ sich ordentlich verdient. Ich weiß es wirklich nicht. Da. Das könnte der eine Ausgang sein. Ja, sieht gut aus. Mist. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Was war das? Habt ihr jemals sowas gehört? Ich hab was gehört. La 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 la. La 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 la, ich bin gar nicht da.